Hallo und willkommen zurück zu Dead or Alive 5, die Geschichte. Wir machen hier weiter mit Mila, eine aufstrebende MMA-Kämpferin, die sich in vielen Turnieren gut geschlagen hat. Zack forderte sie zum Kampf heraus, um selbst zu sehen, ob sie bereit ist für das Dead or Alive 5 Turnier. Mila gewinnt und sieht jetzt ihren Traum wahr werden. Okay. Bereiten wir uns auf eine sehr dünne Story vor, mit viel Kämpfen, hier in New York, genau. Da draußen haben wir ihn ja vermöbelt. Was ist das? Eine Kamera, die ist aber ein bisschen schräg angebracht, oder? Ja, er ist ja geschlagen, viel Glück. Keine Ahnung, wer es jetzt war, weil ich das Gesicht nicht gesehen. Okay. Ja, und nu? Ja, super, jetzt sehen wir uns an, wie sie sich anzieht. Hervorragend. Oh man, I left this thing on again. Ganz toll. Ich bin begeistert. Ein Wunder, dass es nicht zu einem Kampf kam. Und hier lädt die nächste Runde. Sieht aus, als wären wir noch in New York. Ja. Da gibt es jetzt nicht viel zu sagen. Ich will ganz gerne wissen, wo das Turnier stattfindet. So, wegen dem Pflaster, ja, bist du in den Kampf geraten? Naja, jetzt werden wir schon auch gleich miteinander kämpfen. Miss Armstrong. Ja, stimmt. Bass, den haben wir schon kennengelernt. Guess my dad still got it. If kids like you are fans. I've been a fan ever since I can remember. Okay, dieser ist ein Fan von dem. MMA, right? Yeah. You're all right, kid. Hey, I'm empty. Give me another drink. If you're serious about it. Den haben wir auch noch, den haben wir, kennen wir auch schon von irgendeinen. Okay, jetzt gibt es keinen Kampf, weil die wird sie wahrscheinlich trainieren und noch ein bisschen kämpfen dürfen. Und der Typ da hinten, der macht das bestimmt auch mit, oder? Bei dem Turnier. Na, ja, sind wir ja mal gespannt. Ich probiere das Ganze jetzt mal mit dem Joystick. Ich habe jetzt das Steuerkreuz die ganze Zeit benutzt. Für tiefe Schläge, für hohe Schläge. Rollen. Ich lese es sowieso nicht. So. Oh, die ist gar nicht mehr so schlecht, ey. Die muss ich jetzt schlagen. Das wird nichts mehr, oder? Das wird nichts mehr. Das wird. Oh, gerade so, ey. Gerade so. Let's fight against
Ja, lass uns wieder kämpfen, freilich. Freilich. Ach, den gibt's ja auch noch. Der ist auch die ganze Zeit rotzevoll, oder? Oh, ihr macht jetzt bestimmt einen auf Drunken Monkey, oder? Wäre jetzt geil. Oh, Schwierigkeit 2. So, das kriegen wir auch hin. So. So viel dazu. Naja, großartiger Kampf nicht. Ich meine, er war definitiv unterlegen. Ja, also großartig ist anders. So, mein nächsten. Genau, wer bist du überhaupt? Komm, wir kämpfen. Ein Teamkampf. Er kann sich kaum auf den Beinen halten, aber beim Teamkampf mitmachen wollen. Nicht schlecht. Ja, dann mal los. Partnerwurf. Mit HPK. Ach so, das ist, das habe ich doch gar nichts mit Knöpfe. Das ist, was ist das, Xbox oder irgendwas? Keine Ahnung. Oh, das war ja mal. Ah, einfach nur noch. Jetzt hat er mich, oder? Der ist gar nicht mal so schlecht, hä? So, muss ich den auch noch platt machen. So, also der Teamkampf. Erstes Teamspiel, neue Trophäe. Okay. Sah gut aus. Schauen wir mal, wie es hier weitergeht. So, Training, Training, Training. Das war's schon. I'm not gonna lose. I have to fight. Ja. I'll fight him and I'll beat him. Ja, gegen wen? Base, ah, okay. So, Champ haben wir jetzt schon den Titel. Dann haben wir das Kapitel Tina freigeschalten. Okay. Machen wir noch Tina, Tochter des der Wrestling-Legende Base, der sich schon im Ruhestand befindet und selbst eine der stärksten professionellen. Nee, muss ich nochmal lesen, das hilft ja nichts. Tina ist die Tochter der Wrestling-Legende Base, der sich schon im Ruhestand befindet und ist selbst eine der stärksten professionellen Wrestlerinnen.
Nachdem sie bei Dead or Alive 4 so viel Aufmerksamkeit bekommen hatte, wollte sie Rockstar werden. Sie hatte sich bereits als Model und Schauspielerin versucht, aber irgendwas in ihr strebt immer noch nach mehr. Aha. Na dann. Immer noch in New York. Aber die war nicht so schön so mit vom Kampfstil her. Aber okay. Genau, ich steige in den Ring. Ich habe gemodelt und dann habe ich war Schauspielerin und jetzt mal wieder Wrestling. Das ist so hohl. So, hey, wie geht's dir? Ey, muss mich jetzt aufwärmen, okay? Bam! Kampf! So, haben wir uns aufgewärmt. Bam. Na dann. Wo gehen die jetzt hin? Ich wollte noch weggehen, jetzt hat es einen K.O. geschlagen. So, am nächsten Tag, natürlich ist es ist immer dann der nächste Tag, irgendwie. So, dann haben wir da jetzt. Okay, hat ein neues Outfit. Okay, doch auch irgendwo her, oder? Ah, okay. Der ist wirklich doof. Also gut. Die ist schon nicht schlecht. So. Oh, hat's verloren. Das muss ich das Ganze wiederholen, oder was? Ich schaue mal meinen Controller an. Okay. Naja. Also gut. Versuchen wir mit. Mit den anderen Tasten nochmal das zu machen. Bringt ja gar nichts, ne? Diese L-Tasten. Diese. Das bringt. So. Diesen blöden R-Tasten. Ja, ja. Das müssen wir. Die ist stark. Die ist wirklich stark. Naja, kann ja auch nicht sein, dass die nicht nur
stark ist und dass die einfach scheiße ist, ne, diese Tina. Was war denn das jetzt gewesen? Jetzt hat sie mich schon wieder K.O. gemacht. Hat nicht viel gefehlt. Okay, ich mache jetzt erstmal Pause und dann schauen wir mal, wie wir das in den Griff kriegen. Bis zum nächsten Mal.